So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge von Forza Horizon 3. Und heute fahren wir mal den 2015er McLaren 650S, der eigentlich der Nachfolger von McLaren 12C ist, oder 12C MP4. Der war schon sehr erfolgreich, aber der Wagen liegt auch mal an der Schippe drauf und der hat, wie der Name schon sagt, 650 PS aus einem 3,8 Liter V8 Biturbo. Und ja, Mittelmotorsportwagen geht ordentlich ab, ist auch nicht so schwer, wiegt nur ca. 1400 Kilo. Also auch nicht so ein mega fettes Teil, so den wir mal fahren. Natürlich erstmal gucken, was da so ein bisschen zu tun geht. Und mal wieder seit langem, glaube ich, einmal ein Supercar. Zu dem Let's Play auch bisher gar nicht mal so oft gefahren. Falls ich mich erinnern kann. Zumindest diese Klasse. Und er geht noch tiefer. Natürlich, wie ihr mich kennt, tiefer geht immer. Und Stabis gehen gar nicht mehr. Kann auch überkäfig, aber nein, ich kann auch Gewicht verlieren. Und zwar, wir wiegen gut 1,4 Tonnen. Haben fast 700 Newton im Drehmoment, nicht schlecht, Mittelmotor, deswegen auch 42% vorne. Und der Wagen sieht einfach geil aus, ne? Ich bin sogar tatsächlich, seitdem das Spiel draußen ist, noch nie gefahren. Obwohl ich den Wagen eigentlich so mega mag. Ich mag den 650S wirklich mega. Den finde ich deutlich besser als den Vorgänger, den MP4. Die fand ich nicht so schön. Und da sieht der deutlich besser aus, aber irgendwie bin ich noch nicht gefahren. Und wollte ihm auch für das Display aufheben. Weil der Wagen ist so geil, der muss einfach getestet werden. Ich würde sagen, auf S1 würde reichen. Ist ja auch quasi bald erreicht. Also er war schon in der Serie. Schon ganz gut eingestuft hier. Die Felgen. Ich mache die Größe nicht. Also wir haben jetzt aktuell drauf. Wir haben 19 Zöller. Weil eigentlich muss das groß, ne? Ich soll mich eigentlich verschlagen, was ich da jetzt hinten auch noch 21 Zöller aufmache. Ich weiß halt nicht. Wir machen es erstmal. Könnte ja wieder kleiner machen. So. Motorleistung werde ich so lassen, weil der hat genug Dampf. Ich meine, 19 Beschleunigung und so. Auch die Bremsen gut, starten gut. Handling ist auch okay. Geschwindigkeit ist sehr gut. Also, der Wagen, die ist schon echt nicht schlecht aufgestellt. Und Alter. Ja. In der Serie hinten 305er ist ja nichts. Deswegen kann man hochbauen. 335er und 355er. Boah. Das ist echt ganz schön breit, ne? Ich sagen, 335er geht noch, aber da anders doch ein bisschen zu weit vorne. Haha, 235er, 10 cm weniger. Ja, ich würde sagen, da machen wir voll. 285er, jupp. Rennreifen gehen logischerweise nicht mehr rein, aber vielleicht noch eine Schwungscheibe. Geht noch ganz gerne. Ja, bin ich noch ein Kilo leichter. Und kommen dann am Ende auf 1431 Kilo. Ich sogar ein bisschen schwerer als in der Serie, weil wegen den breiten Reifen und den großen Felgen. Wir sind logischerweise schwerer. Mach ich die Felgen echt groß? Boah, muss ich nachher gucken. So, was geht dann so jetzt spoilertechnisch? Wahrscheinlich nicht wirklich was, außer die Vorzeitdinger. Vorne, naja, und hinten, auch nein. Lass mal so. Der Wagen wird sich, denke ich mal, sehr, sehr gut fahren. Dürfen ja auch geil anhören. Weil ich fand den Sound von 650S in Forza Motorsport 6 gut. Den haben sie auch vielleicht übernommen. Aber jetzt auch ein neuer Sound, das habe ich auch nichts dagegen. So, ja, da geht erstmal den Wagen um. Das, ich meine, das Blau, das sieht nicht schlecht aus. Aber ich meine, der McLaren hat, der hat nämlich einige Farben. Ja, natürlich so ein Blau, noch ein dunkleres Blau, ja. Denn Rot, ich würde sagen, so also eine McLaren ziemlich untypische Farbe. Ja, Orange, bla bla bla. Was ich nämlich geil finde hier ist, guckt euch das mal an, Giftgrün. Es hat was, ne? Ja, schwarz, bla bla bla. Anderen Farben. Ich finde irgendwie das. Oder mache ich den. Mach vielleicht sogar so in einem Orange, weil das sieht auch gut aus, ne? Und meine Autos in letzter Zeit waren ziemlich oft orange. Das ist mir jetzt auch mal so aufgefallen. Weil, oder nämlich. Oh, ja, weil das hier, das sieht schon geil aus, ne? So in der Farbe. Ich finde es zu McLaren, da passt Orange ziemlich gut zu. Da gibt es doch, glaube ich, bei Aston Martin zum Beispiel dieses Volcanic Orange oder so, wie das heißt. Auch ein richtig cooles Orange. Oder beim P1 dieses oder so Orange, dieser Orangeton. Aber da, ich würde sagen, wir machen doch mal grün. Bei der letzten Folge der Jaguar, der war auch grün, aber ich fahre nicht so oft grüne Autos. So, hier lasse ich, obwohl die Spiegel, ja, ich würde sagen, die mache ich kohlefasermäßig. Genau, den Spoiler. Den könnte ich eigentlich einfärben. Ich habe auch eine kleine Idee bei dem Wagen. Die Felgen, die machen wir auf. Ich weiß ja gar nicht. Vielleicht muss. Die mache ich, glaube ich, auch Kohlefaser.
Ja, komm, mache ich auch so. Scheiben lasse ich so. Wir wollen ja auch schließlich noch was sehen können bei dem Wagen, wenn wir fahren. Ich wollte noch, das habe ich in Forza 6 zumindest so gemacht, ich wollte noch das Dach schwarz machen. Weil das war damals, wenn ich mich noch so erinnern kann, diese Zeit in Forza 6 ist schon lange her, als ich es gespielt habe. Ich meine, das sah da wirklich sehr gut aus. So, machen wir mal kurz hier. So. 35 jetzt wieder schön groß machen. Das habe ich, glaube ich, auch bis hinten durchgezogen. Genau. Dann zoome ich mal kurz ran. Ach so, ja, das muss ich nochmal extra machen, weil das hier mit den Kanten nicht übereinpasst. Das ist natürlich scheiße, ne? So, ich muss jetzt mal kurz cutten, denn ich muss da gerade mal kurz weggehen, was bereden. Jetzt bin ich hier wieder. Das lasse ich einfach erstmal so. Genau, verlassen, um zu speichern. Das mache ich dann wohl wahrscheinlich vielleicht nach der Aufnahme. Doch für Thumbnail, das weiß ich noch nicht. Ob ich es da lackiere, aber jetzt ist das ja noch zu aufwendig. Ich will jetzt keine 5 Minuten für verschwenden, um den Wagen zu lackieren, weil ich wollte ja sehen, wie der Wagen sich fährt, ne? Und da ist er, der wunderschöne. Oh, ich finde die Felgen, die sind. Die Größe ist in Ordnung, finde ich. Und der 56 erst. Ich meine, an sich, McLaren baut wirklich schöne Autos. Ich bin auch so die Front. Ich kann dann kurz in den Drohnenmodus gehen. So. Ja, die Front erinnert so ein bisschen an den P1 so mit diesem runden da, den Scheinwerfern so, dass sie so geschwungen sind. Das sieht auch geil aus, hier vorne auch die Carbonlippe. Ups. Sieht auch geil aus. Dort an der Seite ein riesiger Lufteinlass, auch noch hier wieder wahrscheinlich Carbon alles. Weil der Wagen ist ja leicht, weil McLaren ist eigentlich dafür bekannt, sehr leichte Autos zu bauen. Der sieht von hinten aus ja sehr, sehr ähnlich zum R12C. Auch die Auspuffrohre auch relativ weit oben. Ist auch so selten bei Autos. Über Nummernschild natürlich auch. Und die ausfahrbare Heckspoiler, der sich, glaube ich, ab was ich von der Kamera oder so ausfährt. Sieht man unseren schönen Mittelmotor, 3,8 Liter V8 Biturbo. Ja, zwei Sitzer, nettes Ding. Sollte hoffentlich ziemlich hart abgehen. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Soundcheck, einen kleinen. Aber schnell hoch, ey. Zack, oben. Die dreht echt schnell hoch. Verspucken kann auch ziemlich gut. Und sieht halt natürlich auch dank der Farbe ziemlich aggressiv aus. Und so fährt er sich hoffentlich auch. Ah. Das gefällt mir. Ich bin jetzt gerade hier in Yarra Valley. Oh, das gefällt mir schon wieder. Schon im zweiten Gang komplett Grip. Da ist nichts mit Wheelspin, das. Und ja, 2,9 Sekunden auf 100 mit Heckantrieb. Kann man machen. Und ca. 5,8 Sekunden auf 100 Meilen. Und Topspeed, ja, 333, das reicht. Ich kann jetzt mich jetzt da nicht beschweren. Naja, ist ein geiles Teil, ne? Also, würde ich echt auf jeden Fall auch gerne nehmen. Natürlich habe ich das Geld nicht dazu. Weil der Wagen, der wird, denke ich mal, so auch 250.000 kosten. Also 200, denke ich mal, mindestens. Vielleicht sogar 250, je nachdem, wie man wieder ausgestattet ist. Natürlich wollen wir heute auch ein paar Rennen fahren. Ich würde sagen, wir fahren erstmal kurz ein bisschen mit dem Wagen rum. Versuchen wir hier vielleicht auch noch einen Driver tat zu schlagen, der ein wenig Geld bringt. Oh, der Sound ist geil. Die haben sie, glaube ich, aus Forza 6 übernommen, aber ich glaube auch ein bisschen geändert. Noch ein Foto machen. Was haben wir denn da Schönes? Oh doch, Altes. Das ist der. Achso, ja, der Benz, der neue. Der war, glaube ich, den konnte man, glaube ich, im. Für mich letzten Fahrzeugturm gewinnen. Ich nehme jetzt gerade am 23. März auf. Weil der vorproduzieren jetzt für April. Weil ich halt wieder mehr Witcher spielen wollte, also Witcher 3 und weniger Horizon 3. Dass wir auch weniger aufnehmen. Aber der klingt geil, ne? Man ist halt verrockt, aber auch nicht so der mega aggressive, ich jetzt nicht so, was ich in die Richtung AMG. Hat ja noch so ein bisschen so sachte. Nicht so übertrieben aggressiv oder laut, aber trotzdem ist der Wagen schnell.
meine, der schiebt einfach nur an. So gefällt mir das natürlich auch. Oh, jetzt wird von innen gucken. Ja. Ich würde sagen, mehr oder weniger haben wir gleich ein typischer Tacho zentral mit Drehzahlmesser und integriert eine digitale Geschwindigkeitsanzeige. Logischerweise in Meilen, denn McLaren ist ja Englisch und dort fährt man halt die Geschwindigkeit in Meilen, nicht in km/h. Aber umrechnen ist eigentlich nicht schwer. Dann links ist das A, denke ich mal, für Automatik. Da ist der Gang drin. Ist der dritte. Ja, nett. Nicht besonders krass ausgestattet, aber auch nicht jetzt spartanisch. Das kann man machen. Oh, der hört sich echt geil an. Das mag ich. Der Turbo, der ist auch so relativ dezent. So, wie viel Ladedruck haben wir denn? Das wollte ich mal gucken. Oh ja, 1,22, das geht ja noch. Dreht auch hoch, ne? Für den Turbomotor. Bis knapp immer 9000 Umdrehungen. Das ist ziemlich hoch. Ja, Kurvenlage. Bis jetzt auch super. Ich versuche mal jetzt im zweiten Gang sogar. Nee, doch. Jetzt sogar Grip am zweiten Gang. Ich glaub's ja nicht. Das ist echt geil. Also bis jetzt wird sich der Wagen erste Sahne. Also ich hatte nichts gegen einzuwenden. Hört sich sehr angenehm, auch relativ einfach. Komme ich eigentlich gut mit klar. Ja. Dann können wir jetzt damit auch ein Rennen fahren. Würde ich sagen, auf jeden Fall hier eine Rundstreckenrennen. Um mal zu gucken, wie ich so, wer so die schnellste Runde fährt. Was ja hoffentlich ich sein werde. Und danach würde ich noch sagen, ein Sprintrennen. Wenn wir das noch schaffen, aber das sollte ich. Ich habe schon so viele Autos fotografiert. Alter, war schon viel. Ich habe das Spiel ja schon ein wenig länger gespielt. Ach, die 500-600 Stunden. Wir machen mal ein Fanrennen. Ja, jetzt erstellen. Als Klasse nehmen wir dann natürlich Modern Supercars. Mit auch ganz netter Konkurrenz. Also da fährt ja sowas mit, weiß ich, wie R8, Huracan, Ferrari fährt damit, V88. Ford GT, glaube ich. Nee, der Ford GT ist, der ist ja S2. Also sind schon echt nette Konsorten dabei. Also, da muss man sich schon anstrengen, um das zu gewinnen. Drei Runden. Oh, wir machen mal vier, komm. Immer im Gönnermodus. Erst wenn ich sagen kann, bleiben. Das wäre da doch so gepasst, weil im Regen wollte ich jetzt nicht fahren. Ist vielleicht auch mal nett, aber ich dachte, es da war nicht gebaut, um im Regen zu fahren. Oder weiß ich, bei Blizzard oder bei sonst noch irgendwas. Der Durchschnitt soll natürlich möglichst gut sein und da sind trockene Verhältnisse am besten. Sowohl für das Auto als auch für den Fahrer. Weil es ist halt im Regen auch schön anstrengend, auf dem gleichen Niveau zu fahren wie auf der trockenen Straße. So, ja, auch hier natürlich Nissan GT-R ist dabei. Acura NSX habe ich ganz vergessen. Auch Allrad, Lamborghini bei BMW i8. Oh, das wird echt anstrengend, glaube ich. Ja, noch was vergessen, was ja noch hier Ferrari habe ich ja gesagt. Lamborghini Murcielago SV, also auch nicht schlechte Konkurrenz, deswegen, wir müssen uns ranhalten. Das war kackt, aber der Wagen hat Grip im zweiten Gang. Ey. Ja, ich würde sagen, erfolgreiche erste Kurve. Bin ich jetzt so langsam gefahren? Ich kann auch einen Wagen so ein bisschen gewöhnen. Ja, der hat natürlich für Leistung. 650 PS, das ist nicht gerade wenig. Aber ist halt jetzt auch ein McLaren und kein Hennessy Venom, ne? Das sollte eigentlich performance-technisch doch noch was drauf haben. Oh Gott, was mache ich da eigentlich? Aber doch, der fährt sich wirklich so gut. Das ist natürlich der Leistung auch entsprechend. Es fährt sich jetzt nicht wie jetzt ein Auto mit 400 PS, sondern deutlich besser liegen würde und nicht so viel, ich sag mal, Wheelspin haben könnte. Gott, ey, ich war so scheiße wert. Das wird an die Strecke gewöhnen. Und trotzdem, für die Leistung, der fährt sich richtig gut. Auch sehr wenig Wheelspin. Mal
kurz ein bisschen gerutscht im dritten Gang. Irgendwo war ja auch voll einlenken und Vollgas. FA. Na, na, na. Die Bremsen sind wieder. Aus unerklärlichen Gründen für mich. Und der Lambo, der, ja, war ein bisschen Offroad unterwegs. Ich würde den aber schon gerne überholen, den Wagen. Dabei, wenn es geht, möglichst ohne Selbstzeit zu verlieren. Deswegen am besten noch so die Straße so ein bisschen schneiden. Ja, so ungefähr. Ja, der GTR auch, ne? Das war echt scheiße. Der Siebter, ey, was ist das denn hier? Aber ich habe auch zum Glück 4 Runden eingestellt, deswegen ist noch ein wenig Zeit zum Überholen. Der ist das ja auch nicht so übertrieben weg, also da ist noch definitiv Potenzial nach vorne. Was für den erstmals rechnen wird, weiß ich nicht, aber fürs Treppchen denke ich mal auf jeden Fall. Zack. So, die Plätze wieder 2 Runden aufgeholt, genau, dann umgekehrt. Diese Runde wieder 2 Plätze aufgeholt. So, ja, die 3 sind relativ nah an uns, die können mich auch diese Runde ganz überholen. Dann wäre ich Zweiter. Das war schlecht. Bin der Ferrari, den ich da höre. Glaube ich zumindest. Ich verstehe nicht. Ihr habt jetzt die KI auf Profi, also auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Denn so in einer Kurve, die jeder Wagen hier wahrscheinlich Vollgas nehmen kann, bremsen die hart. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Hallo, mein Freund. Mein E8. Toller Hybrid. Ich muss aber leider vorbei. So, einen Typen haben wir noch bei uns. Den sollten wir hoffentlich in der letzten Runde kriegen, obwohl er schon auch ein Stück weit da vorne ist. Also, der hat sich von der Gruppe hier so ein bisschen abgesetzt. Mal gerne wissen, was der fährt. Warte mal, was war das denn? So, ja, ja, bremsen, so, ja, nee, doch nicht, ja. Komm ich nicht, ja. Das machen wir nochmal. Naja. War doch okay. Aber wenn wir nur Zweiter werden, würde es mir auch reichen. Weil das ist noch aufzuholen, das wird echt schwer in der Runde. Die beste Rundzeit werde ich auch mal garantiert nicht haben. Mit garantierten Stoppen, ne? Deutsch 1. Was fährt denn da vorne, der da vorne, Alter? So. Ne, das schaltet, das reicht, glaube ich, nicht. Außer es passiert noch ein Wunder. Ein Wunder mag ich immer gern. Die Kurve da vorne, die nehmen die Autos hier nicht so gut im Spiel. Ich habe nicht gesehen, was da gefahren ist. Was fährt denn da vorne? Vielleicht fährt irgendwas, was geil aussieht. Nee, nee. Geh gerne den Typen vor mir. Aber Rundenzeit nochmal verbessert, immerhin. Was ist denn gefahren? Ah ja, okay. Ja gut, ne? Ein Acura NSX. Hybrid vom Feinsten, Allrad, ja. Ist ein ganz schlechtes Auto. Auch da haben wir auch noch ein Hybrid, also war auch nicht so schlecht. Aber trotzdem, als einziger eine Rundenzeit unter einer Minute. War nur in der letzten Runde, auch nur knapp, aber immer die beste Rundenzeit. Das zählt für mich bei solchen Rennen. Natürlich, erste wäre das auch schön, aber an sich, auch was ich, ist auch, ich meine, Formel 1 auch ganz wichtig, eigentlich, also die Rundenzeit und nicht so, wer erst im Ziel ist. Natürlich ist es auch wichtig, erster zu sein, weil man muss halt konstant eine Rundenzeit fahren. Aber halt auch, wer am besten am Limit fahren kann, der hat halt die beste Rundenzeit. Und die hatte in diesen Rennen, wenn auch nicht ganz verdient, ich. Ja, der Wagen fährt sich wirklich gut. Ein Rennen geht noch. Das ist schon bei knapp 20 Minuten. Oh, komm, einer geht noch. Dann nehmen wir mal das Rennen direkt nebenan.
Oh, der ist geil, der McLaren. Den mag ich. So, wieder Fanrennen. So, was schlägt mir Forza hier vor? Am Morgen fahren wir. Ja, es passt eigentlich. 10 Kilometer. Aber geht er mit einem Wagen dieser Leistungsklasse doch sehr schnell? Sag mal 3 Minuten vielleicht. Ja, könnte hinkommen. Zwar der Regenwald, großer Sprint, deswegen auch ja, groß, 10 Kilometer. Ja, ist ein netter Sprint. Mal gucken, was wir jetzt so schaffen werden. Natürlich wäre der erste Platz noch schön. Der Stand war ein bisschen besser. Ist aber nicht so einfach. Weil logisch, der erste Gang, der ist halt, naja. Da hat man halt Wheelspin. Das ist eigentlich nicht zu vermeiden. Ja, moin. So, E8. Danke. Du mich auch? Nein, alles gut, mein Freund. Naja, manche Leute sind hier normal im Spiel Freunde, aber sobald sie ein Rennen fahren, dann ist es hier, als wenn die Battlefield spielen. Ja, das war... Ich dachte, ich verbremse mich erst, aber das war noch in Ordnung. Das war echt akzeptabel. Oh Gott, jetzt ist Wasser. Wie sie durchgefahren mit über 200 km/h. Kurvenlage, geil. Das ist super, bei solchen hohen Geschwindigkeiten durch die Kurven zirkeln. So, ja. Ist jetzt ganz gut gefahren. Bisschen früh geremst. Vor mir, was ist denn das da? Ist wieder ein Acura, ne? Wieder der gleiche, glaube ich, der Lusen-LP. Das ist wieder der Acura NSX, der neue. Oder Honda. Ist auch schon ein Biest, ne? Aber der ist, denke ich mal, auch relativ weit vorne gestartet. Das ist natürlich für ihn günstig. Jetzt muss er erstmal ganz den Platz aufholen. Alter, der fährt echt davon, ey. Ich glaube, ich wirklich sogar nicht eher an mir, sondern auch am Auto. Das war, ich weiß nicht genau, wie ich bremsen muss. Warte mal. Kann nicht sein. Irgendwie. Ja, ja, machen wir mal was mehr. Ja, so. Ich kann auch fast gar nicht irgendwie aufholen auf den Acura. Ich meine, der hat echt mega Traktion, das Ding. Ist auch sehr schnell. Obwohl er weniger lässt als ich. Ich glaube in der Serie 581 PS. Viel weniger, aber. Ja, ich wollte irgendwie in den Himmel fliegen. Ich weiß nicht, was heute wieder los ist. Nein, ich habe natürlich nichts genommen. Falls ihr irgendwelche Schlüsse ziehen wollt. Da, was mache ich denn da? Was will ich da machen? Verstehe es selber nicht. Ich will doch Erster werden. Halt, stopp, mein Freund. Mit dem japanischen Flitzer. Na, das ist mein erster Platz, mein Freund, ja. Weil der McLaren, der will auch mal ran. Will auch mal gewinnen. Will aber wirklich, der NSX ist wirklich ein Monster. Er fährt sich sehr, sehr gut. Ist auch sehr schnell. Also die Japaner, die können schon was. So ist es ja nicht. Auch der GTR ist natürlich auch ein Monster. Das ist ein GTR.
Aber immer noch ein Rennen gewonnen. Es ist irgendwie so jede Folge. Das erste Rennen bin ich Zweiter, das zweite Rennen Erster. Das war die letzten drei Folgen, glaube ich, immer das gleiche. Naja, aber mich stört es jetzt nicht, ne, wenn ich jetzt erst noch Erster geworden bin. Natürlich wie immer verdient. Das sollte aber, naja, 23.000. 10 Kilometer. Ist ja dann echt nichts, aber dafür auch ja, 13.000 EP gerundet. Finde ich nice. Also auch bei McLaren eine klare Kaufempfehlung. Wer sowas gerne hören möchte. Der Wagen, der ist einfach nur. Der ist wirklich super. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Fährt sich auch sehr einfach. Ist natürlich auch ein bisschen teuer in Forza, also verhältnismäßig. Aber mein Gott. Ist halt auch ein gutes Auto. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es wieder ein anderes Auto gibt, seid gespannt. So, dann gehe ich mal hier hinten hin. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich bin raus und ciao.